Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Minecraft. Hier sind wir da. Ja, die Kisten hier können wir leider nicht mitnehmen, weil wir sind voll mit lauter schönen, tollen Sachen hier. Das erinnert mich irgendwie an diese Sendung mit Bernd dem Brot hier und Priegel dem Busch hier. Ja, falls ihr das kennt. Oder muss man da, oder bin ich wieder mal viel zu kindisch hier, dass ich so Sachen kenne. Keine Ahnung, ich will jetzt irgendwie den Stein hier loswerden, aber es bringt eigentlich eh nichts, den Stein loszuwerden. Und immer hänge ich hier mit meinen Haaren in den Spinnweben drin. So. Nee, ich kann nichts essen, wenn ich nicht hungrig bin. Ja, das Spinnauge kann ich nochmal weghauen hier. Das brauche ich nicht. So, ja, das nehme ich auch nur, weil ich das umwandeln kann zu. Nee. Den Faden kann man zur Wolle umwandeln. Wir spinnen einfach mal. Genau. Wir spinnen. Das Brot, ja, das ist mir jetzt eigentlich total wurscht, egal. Das Korn ist eigentlich auch zwecklos, aber ja, halt falsch. Die bauen wir normal ab. Die Truhe nehmen wir einfach mit, egal was jetzt hier noch drin rumgammelt. Das Schießpulver brauchen wir auch nicht unbedingt. So. Man kann doch normal auch irgendwie Schießpulver herstellen. Komm, die Knochen schon zweimal nicht. Also, ja. Das geht nicht. Da können wir höchstens nochmal hergehen. Dass wir uns noch ein paar Fackeln bauen. Ah, ja, die Eisenstiefel gehen langsam kaputt. So langsam aber sicher wird eine neue Rüstung fällig. So, jetzt muss ich mal gucken, wie wir nach Hause kommen. Ja, schau doch da, überall hängt da noch Kohle in der Wand. Das, ich sag ja, wenn Kohle ja nicht so selten wäre, ne? Oh, Servus. Und du bist, ja. Aua! Sag mal, du bist zu schnell hier. Also bist du hässlich. Und hier ist es dunkel. Ich habe doch Angst im Dunkeln. Ja, guckt euch das an. Schon wieder Kohle. Eisen. Ach, da kommt uns einer nachgeschlichen. Ja, verlierst du eine Rüstung vielleicht mal? Weil vorhin der eine hat ja was verloren, aber das war einfach ganz komisch, was der verloren hat. Außer sein Gammelfleisch hier. Fledermaus, das muss doch nicht sein. Willst du Aua haben? Ja, fliegt da unten. So, aber das Stollensystem hier, das hat überhaupt kein System eigentlich. Absolut nicht. Das geht hoch und runter und überhaupt. So, aber hier sind wir jetzt durch, ne? Hier sind wir gut, ja. Hier ist nochmal Eisen. So. Also nach oben kramen ist eigentlich nie eine gute Idee. Man könnte da. Aua! Ja, man könnte erstmal die Feinde sehen, die hier ankommen. Und einem auf die Pelle rücken. Oder es könnte einem Lava aufs Hirn laufen. Das kann auch passieren. Ich wollte doch nur mein Loch hier wieder zubauen, wo ich da. Ach, das Diorit, wisst ihr was, Leute? Das Diorit, das kommt jetzt einfach mal hier hinten rein. So. Ach, geh. Ist zwar was für die Hunde, aber. Moment mal, ich mach mal hier ein bisschen Überflutung. Ja, die läuft natürlich wieder dahin, wo es ja nicht soll. Der genau hier lang. So, jetzt nehmen wir gleich mal schnell die Spitzhacke in die Hand und hauen den Käfig zu Klump. Ja, wir hauen gerade das Spinnwebzeug zu Klump. So. So, und jetzt tun wir mal hier abstauben sozusagen. Spinnweben wegmachen. Das ist auch eine mühselige, eklige Arbeit eigentlich. Mache ich überhaupt nicht gerne. Also auch mit dem Sauger ist es blöd. Weil ja. Ach, das wieder eine. Aua! Jetzt ist irgendwas kaputt gegangen. Ich glaube, meine Füße sind kaputt gegangen. Also was wollte ich sagen? Spinnweben sind auch mit dem Staubsauger schlecht zu entfernen. Ja, weil es halt immer so klebrig sind. Da ist noch ein Käfig. Aha. Das ist ja doppelter Hive. Aber hier ist halt wieder so ein Zug hier sozusagen.
Feuerwehr auch sehr wirksam hier gegen Spinnweben, oder? Oder ist das nur so in der Realität? So, jetzt machen wir das schnell kaputt, bevor hier wieder was rauskommt. Und hier ist wieder, ja, Wasser. Warum kann ich jetzt eigentlich wieder was einsammeln? Ach so, ja, weil, ja. Die Fäden können wir jetzt gleich wieder zu Wolle pressen oder spinnen oder was auch immer. So. Leute, wir haben Melonenkerne gefunden. Goldener Apfel, yes, wie genial. Melonen, ja, das freut mich jetzt hier. Eisenbahn ist auch ganz gut. Kürbiskerne haben wir schon, aber ja. Da haben wir noch ein paar Aktivierungsschienen. Allerdings, wie gesagt, ich weiß nicht groß, was eine Aktivierungsschiene groß anders ist wie diese anderen Redstone-Schienen da. Warte mal. Ne, Antriebsschiene. Ah. Da haben wir sozusagen den Lokomotivenbausatz gefunden hier. Tja. Shit happens wieder, ne? Wir können wieder nichts einsammeln. Bemooster Stein, Bruchstein. Tja, warte mal. Den goldenen Apfel nehme ich auch mit. Ja, das bringt jetzt auch nicht. Ich kann hier jetzt zwar einen Stock machen, aber das deswegen wird es auch nicht hier weniger. Das geht zum Beispiel nicht. Das ist interessant. Wenn man die Fackel falsch schon zusammenbaut, dann funktioniert das auch nicht. So, ne, wir haben absolut nichts. Zur Not fliegt das Weizen raus, weil, warum brauche ich hier Weizen? Schienen, naja, gut, Schienen. Antriebsschiene noch, Schiene. Kürbiskern. So, mehr geht nicht. Warum kann ich. Ach, Loren können nicht gesteckt werden. Ernsthaft? Verdammt. Leute, was mache ich denn jetzt hier? Das ist wirklich ärgerlich. Warte mal, das Weizen habe ich gesagt. Und das brauche ich schon zweimal. Antriebsschienen. Ja, okay. Gut, die Kürbiskerne brauche ich jetzt nicht zwangsläufig, die haben wir ja schon. Ja, guckt, wenn ihr euch da ins Tod stürzen wollt, dann geht hier unten rein. Ja, oder warte mal, wir machen es einfach anders. Ja, wie gesagt, naja, die Schienen brauche ich. Ja, nee. Ja, wenn ich ehrlich bin, ich wollte jetzt eine Truhe setzen und es da reinpacken lassen, aber braucht man eigentlich dann auch nicht. Hey, das geht sogar hier, dass hier Schienen einfach mal so rübergehen, ohne dass da was drunter ist. Ich dachte, das geht nicht. Oder kann das nur das Spiel so? Ja, jetzt müssen wir wieder mal gucken, dass wir jetzt wieder heimkommen, endlich mal. Das wollte ich eigentlich schon machen, ne? Da findest du eins zum anderen wieder und dann findest du wieder kein Ende. Ja, vor allem jetzt hier nämlich, wo geht's jetzt heim, ne? Ja, gut, das kann es schon mal nicht sein. Was ist das da hinten? Ich weiß es nicht. Das sieht so aus, als wäre da was. So. Ich mache hier schon mal Licht. Falls wir hier wieder zurückkommen. Also. Ich glaube, die Höhle kennen wir schon. Nur jetzt halt von oben. Habe ich jetzt alles so zerklüftet hier. Eisenerz kann man noch nehmen. Deswegen. Das hauen wir heraus. Ach, es war ja nicht mehr. Ein Würfel. Das hat sich wieder mal voll rentiert. Hat Meister die nächste. Nee, doch nicht. Hat nur so ausgesehen. Ah, nee, bitte nicht. Da stellen sich bei mir die Nackenhaare, wenn ich das Viech höre. So, ja. Solche Hexen, die sind mir zu gefährlich. Ja, das ist. Ja, tolle Idee. Zum Glück hat mir das Ding jetzt nicht angegriffen. Oh, okay. Verdammt, ich muss hier aber. Das ist ja falsch jetzt.
Ich kann nicht lachen. Kann ich das Ding töten? Warte mal, möchte was essen. So, wo ist denn... Hä? Ha. So. Ja, ach so, nee, unser Helm ist kaputt gegangen. Ah, verstehe. Boah, ich... Ja, nee, ernsthaft. Jetzt kommt der hier auch noch. So. Blöder Knochenmensch. Ah, die Hexe muss hier weg, also ernsthaft. Kann die sich eigentlich heilen? Ich weiß es nicht. Boah, die geht ja gar nicht kaputt. Jetzt hatle. Was hatte ich hier fallen lassen? Was ist das hier? Zucker? Das ist aus Zucker oder sowas, oder? Was ist denn das? Zucker, tatsächlich. Ja gut, Zucker brauche ich auch nicht unbedingt, aber wir könnten auch noch was... Ach, ich bin ja blöd. Ich könnte Lapis-Lazuli zu einem Würfel pressen, oder? Ah, nee, so geht's nicht. Ah, da brauche ich eine Werkbank. Was muss da jetzt? Ja. Weg mit dem Zucker hier. Halt. Hier hin. So. Unglaublich hier, diese Hexen, ey. So, die sind aus Zucker gebaut, aber die war jetzt gar nicht so aktiv wie die, wo ich kenne bisher, also. Sonst gehen die Dinger ja ab ohne Ende. Da musst du ja wirklich in Deckung gehen, sonst verzaubern die dich in irgendwas hier oder so. Werf mit Potions um sich ohne Ende. Das hat die jetzt wirklich gar nicht so gemacht. Hm, komische Sache. So, weiter geht's, ja. Eisenerz. Hm, noch irgendwas? Nö. So, das bauen wir jetzt am besten wieder zu hier. Ja. Geht ja gar nicht. Ich hab ja... Das Moosterstein. Ne, damit machen wir es nicht. Moment. Ach, ich habe ja noch einen Stack Erde. Ich bin so ein Trollo. Wisst ihr das? Ich knaps mir hier einen ab und sage, ich habe keinen Platz mehr. Kann ich doch noch mit Erde hier ein bisschen zubauen. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt gern mit der Erde hier was verbasel. Aber naja. So. Ja, und ich hätte eigentlich schon daheim sein wollen jetzt gerade. Aber ja. Ihr seht ja, wie wunderbar das gerade geklappt, das Vorhaben nach Hause zu gehen. Du findest kein Ende hier. Bräuchtest einen dreifach so großen Rucksack wie normal. Weil der hier sowieso eine wieder falsche Höhe, die hier. Ja, ich mache das eigentlich nur wegen, wenn ich da Wasser reinkipp, dass die Fackel nicht wieder mal abgerissen wird. Das war falsch. Mal gucken, Gott sei Dank haben wir eine Karte, da können wir einigermaßen gucken, wo wir vielleicht lang müssen. So, hier, oder? Ja, da habe ich den großen Höhlendings hier. Oh. Ja, macht euch kalt, macht euch kalt. Jawohl, ich guck zu, ich reibe die Hände. Wer gewinnt? Ich find's geil. Die greifen sich gegenseitig an. So, ja, okay. Skelett hat gewonnen. Welches weiß ich nicht. Skelett Nummer 2 oder so. Warte mal, ich mach mal hier kurz auf. Das ist doch hier gerade Parallelstollen, oder? Was? Leute, wisst ihr was? Ihr könnt mich mal einschalten, weil ich brauche euch ja nicht. So. Ihr tut mir nichts zu leide, das sage ich euch.
Aha, eine Gassesack. So. Ja, wenn du Gravel brauchst, hier kriegst du auch. Aber ich weiß gar nicht, das Problem ist halt immer, du hast dann Werkzeug und da hast du keinen Platz mehr für andere Sachen hier, weil du das Werkzeug ja noch hast, ne? Ja, es ist leider so gelöst, dass man eben auch mit dem Werkzeug die Slots verbraucht. Hätte ich mir ein bisschen anders da gewünscht, sogar noch, dass die Werkzeuge eigentlich sozusagen eigene Plätze haben und nicht zum Inventar zählen. So, da können wir aufmachen. Wir machen ja mal Gang. So, das Ding ist zwar schon verwirrend genug hier, das Ganze, aber ja. Guckt euch jetzt die Karte an, jetzt komme ich nicht mehr gar nicht mehr aus. Aha. Ja, wo bin ich jetzt hergekommen? Das ist eine Spinne. Okay, da waren wir noch gar nicht. Nee, dann war es hier falsch. Warte mal, das Z zu Hause. Ah, ja, da haben wir hochgebaut. Genau. Hier lang müssen wir. Manchmal sind es einfach nur Orientierungspunkte. Ich würde jetzt einfach hier mal durchgraben oder so. Aber das wird nicht funktionieren. Oder? Hm. Wobei, das bringt mir gar nichts, wenn ich das mache. So. Habe ich meinen Irrstollen gebaut. Da unten ist aber der Weg da hier. So, da haben wir damals eine Lore geholt. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Weil es ging halt noch mal. Ja. Da ergießt sich das Wasser. Ah! Sag mal, bist du Depper? Du kannst damit einen verletzen. Ah, so. Aua. Das war echt jetzt, ey. So. So, hier ist noch Gold. Das nehmen wir uns noch mit. Weil Gold findet man doch schon selten. Ja, da ist Zombie-Time. Guckt euch das an hier. Das geht noch viel weiter hier. Was haben wir hier? Naja, Redstone brauche ich jetzt nicht gerade unbedingt. So. Dann holen wir uns das hier noch. Klack, klack. Na. Kann ich nicht einsammeln. Ist nicht wieder voll. Full of Tiles. Aber so ähnlich. Meint gut, dass es hier gerade rumfliegt hier, dann holen wir das ja natürlich raus. So, ich muss hier kurz die Erde verbasteln. Das wollte ich gerade eigentlich nicht. Ich wollte schon den Eisen haben. Ja, wegen einem Block ist wieder nicht aufgegangen. Warte mal, was ist denn da hinten? Da hinten ist noch was Interessantes. Ah, nö, das ist nicht interessant eigentlich. Das Eisen. Gut, das ist eine Gassensack. Ah, ne, ich kann keine Kohle mehr einsammeln. Doch, jetzt kann ich sie wieder einsammeln. Warte mal, wir haben dafür eine neue Dings hier. So, wenn das so ist, dann können wir ja auch noch mal ein paar Fackeln stecken hier. Ja, bei so Erkundungstouren gehen die Fackeln doch ziemlich drauf, also das ist so. Ein gut Holz, wie gesagt, haben wir genügend jetzt momentan. Ah, hinter dem Krawel ziert sich noch so ein bisschen das Zeug. So. Ja, komm, wenn es schon mal da im Boden ist, dann nehmen wir es auch mit. Aber wenn es das sein, da haben wir den Stein. Den Stein braucht man nicht. Den tun wir wieder hier reinfüllen. So.
Ich gebe das zurück, was ich entnehme. So. Okay, Kohle. Erde. Ah, dann nehmen wir das auch noch mit. Halt, falsche Hacke. Ach, dahinter ist nochmal Stahl. Stahl. Eisen natürlich. Ja, Faktori muss heute auch noch aufgenommen werden. Hans, laufe ich da auch irgendwann aus an Folgen? Okay. Das ist fertig hier. Das können wir mal einsammeln. Das heißt doch. Ja, den Bröckelstein hier nochmal reinpacken. Eigentlich sieht es aus wie ein Rubin, dieses Redstone-Zeug. Müssen wir jetzt mal sagen, vom Bild her. So, aber jetzt. River. Da unten ist, was ist das? Gold, oder? Ja. Mal, können wir da vielleicht? Ne, können wir nicht. Wir haben keinen Block jetzt gerade übrig. Ah, ja, da hat er Lava zugespült. Ja, ich weiß, ist wieder unter Wasser. Das dauert wieder. So. Okay, jetzt kann ich aber atmen. Jetzt haben wir da eine Höhle geschaffen. So. Gut. Jetzt hat er hier nochmal nach oben. Da auch nochmal nach oben. So, aber jetzt mal gucken. Tja, hier geht's nicht lang. Und hier steht vielleicht in die Richtung. Nö. Da ist noch ein bisschen dunkel. Wobei, nee, da drüben waren wir, glaube ich, schon. Da ist eine Fackel. So, da können wir nochmal Eisen mitnehmen. Tja, echt jetzt. Ich wollte wirklich am Anfang der Folge nach Hause gehen. Und was passiert? Ich bin immer noch hier. Aber es ist einfach auch, ich kann doch nicht so ganzes Zeug hier in der Wand lassen hier. Rohstoffe muss ich einfach irgendwie mitnehmen. Die haben so eine magische Anziehungskraft auf mich. Ach, das ist... Ach, drum ist ja hell, weil ja hier Lava ist. Zu Hause. Da tropft aus der Kohle raus. Aua, das tut weh. Ich habe ja keinen Helm mehr. Mir tropft aufs Hirn. Die heiße Soße. So. Ich versuche mir jetzt hier irgendwie mal Richtung nach Hause durchzuschlagen. Nö, geht nicht. Wie hoch sind wir denn? 24, 23, 22, ja, nee, dann, Tja, Leute, ich glaube, wir müssen uns hier durchgraben irgendwie. Ist ja kein Problem eigentlich. Es sei denn, wir haben jetzt hier gleich... Ja, wir haben eine Kieschicht gefunden. Aber ich habe eigentlich mehr Angst, dass wir hier jetzt gleich eine Lavaschicht finden. Dann ist mir nämlich ziemlich Schicht am Schacht. Haha. Meine Wortspiele hier. So. 8. Ja, doch, das sieht gut aus. Das kann man leider nicht unbedingt einsammeln. Aber wir kriegen ja die Erfahrungspunkte, die nehmen wir gern mit. So. Ja, hier müssten wir eigentlich auf unseren Stollen treffen. Ja, jetzt wird hier dunkel. Okay, Moment. Bisschen Fackel-Action hier anbringen. Ja, ich verteile jetzt wirklich hier wie mit dem Schlauch hier einfach mal zack, bums. Ah ja, da haben wir unseren Tunnel gefunden. Einen Moment, habe ich noch irgendwie... Nee. Habe ich jetzt gerade nicht. Naja gut, das bleibt jetzt einfach mal so. Wir könnten... Nee, haben wir auch nicht da. Mist. Naja gut, in welche Richtung geht es nach zu Hause? Was war denn das hier? Ah ja, da sind wir. Ja. So, dann müsste es eigentlich in die Richtung. Nee, geht's nicht. Ha. Die Richtung. Ja klar, hier zu Hause, ne? Steht ganz groß da. Ja, klar.
Dann machen wir es noch so. Haben wir halt eine Senke drin. Ich habe mir gedacht, wenn wir jetzt einfach hier Türen hätten, dann könnten wir mit den Türen was machen. Also mit diesen Falltüren, da könnten wir einfach dann zuklappen. So, gerade eskaliert mein Handy. Irgendwer schreibt wieder ordentlich Nachrichten. Ist mir jetzt aber gerade Rain. Total egal. So, hier. Also beim Stargate ist der Zugang. Gut, Leute, dann später wird man ablegen. Jetzt sage ich erstmal wieder Tschüss und auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, wir hören und sehen uns, ne? Tschüss, euer Legolas.